Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Infrarotthermometer. Vorstellen möchten wir euch hierbei drei verschiedene Modelle aus drei unterschiedlichen Preisklassen. Wir werden euch die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen aller drei Thermometer vorstellen. Für weitere Infos zu den Modellen oder um diese zu bestellen, schaut auch gerne mal unten in der Videobeschreibung nach. Wir haben euch alle drei Modelle dort auch verlinkt. Starten wir nun das eigentliche Video mit dem ersten und auch günstigsten Infrarotthermometer aus dem Vergleich, dem Bosch PDD-1. Dieses Einsteigermodell von Bosch ist in der Lage, Temperaturen in einem Bereich zwischen minus 20 und plus 200 Grad zu messen. Dabei hat es eine Messgenauigkeit von plus minus 1 Grad und kann bei einem Messabstand von bis zu 5 Meter arbeiten. Überzeugen kann es aber auch durch noch einige Sonderfunktionen, zum Beispiel durch die besonders hohe Betriebsdauer. Das Modell arbeitet mit zwei AA-Batterien, was eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden bzw. ca. 600 Messungen ermöglicht. Des Weiteren hat das Modell ein kleines LED-Display integriert. Dieses kann einem wichtige Daten wie beispielsweise die Temperatur oder auch ein Risiko für Schimmelbildung anzeigen. Generell hat das Modell drei unterschiedliche Sensoren zur Messung verbaut. Dabei ist die Messung von Oberflächentemperaturen, Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeitsmessung. Besonders ist bei diesem Modell, wie gesagt, dass hier in Sekundenschnelle auch kritische Faktoren erkannt und auf dem LED-Display angezeigt werden können. Ein super starkes Modell mit einem starken Temperaturbereich und vielen Sonderfunktionen, die den Einsatz des Bosch PD-1 so praktisch machen. Mehr Infos zum Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne unbedingt dran, um noch die beiden anderen Modelle kennenzulernen. Als zweites möchten wir euch hier den Bestseller vorstellen. Es handelt sich um das Modell LaserGrip 800 vom Hersteller Atex City. Dieses Infrarotthermometer hat einen noch größeren Temperaturbereich. Es kann Temperaturen von minus 50 Grad bis zu plus 750 Grad messen. Dabei kann man hier auch zwischen den Messwerten Celsius und Fahrenheit umschalten und bekommt eine extrem hohe Messgenauigkeit von plus minus 2 Grad. Die Reaktionszeit von einer halben Sekunde sorgt für ein schnelles und effektives Temperaturmessen und empfohlen wird hier ein Messabstand zwischen 1 und 5 Metern. Das Modell wird mit einer 9 Volt Blockbatterie mit Strom versorgt, was für sehr viele Messungen ausreicht. Dieses Modell überzeugt vor allem, wie gesagt, aber durch seinen großen Temperaturmessbereich. Auf dem LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung wird hier die gemessene Temperatur in Echtzeit angezeigt. Zudem bekommt man hier Warnungen bei schwacher Batterie und wie der aktuelle Messabstand aussieht. Allerdings bekommt man hier nicht wie beim Bosch-Modell noch Hinweise und Warnungen, wie beispielsweise bei einer angehenden Schimmelbildung. Dafür ist das Modell mit seinem besonders hohen Temperaturbereich für sehr viele Einsätze, wie beispielsweise das Messen von Warmwasserleitungen, Kochflächen, Achslagern, Heizungen, Klimaanlagen, Lebensmittel und so weiter geeignet. Zudem gibt es vom Hersteller eine 2-Jahre-Garantie auf den LaserGrip 800. Mehr Infos zu diesem Infrarotthermometer gibt es nun noch über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr nun ein echtes Premium-Modell braucht, dann bleibt gerne noch bis zum Schluss dran. Als drittes und letztes möchten wir euch nämlich noch das Bosch Professional GIS 1000C vorstellen. Wieder also ein Bosch-Modell, diesmal aber aus der Professional-Reihe und wie der Name schon vermuten lässt, kann es einen sehr hohen Temperaturmessbereich von minus 40 Grad bis hin zu 1000 Grad Celsius vornehmen. Dabei arbeitet das Modell mit ganzen 4 AA-Batterien, 2 AA-Batterien, also mehr als das zuerst vorgestellte Bosch-Modell, was eine nochmal viel höhere Einsatzdauer ermöglicht. Abgesehen von diesem immens hohen Messbereich des Modells kann dieses Thermometer eine sehr hohe Genauigkeit von plus minus 1 Grad Celsius garantieren und überzeugt noch durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Modell ist unter anderem für die Messung der Umgebungstemperatur ausgelegt, für die Messung von Kontakttemperaturen mithilfe von seinem Messfühler, die Messung von Oberflächentemperaturen und auch die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von plus minus 2%. Des Weiteren kann man hier auch im Taupunktmodus eine Schimmelgefahr erkennen, im Benutzermodus eine individuelle Temperaturskala mit Minimum und Maximum festlegen und so die Oberflächentemperatur in einer relevanten Temperatur messen oder mit dem Fühler auch Kältebrücken beispielsweise auffinden, sowie im Wärmebrückenmodus auch ein audiovisuelles Signal erhalten, wenn die Differenz zwischen Raum- und Oberflächentemperatur einen vordefinierten Wert überschreitet.
audiovisuell, weil das Modell hier sowohl eine Soundanzeige als auch ein Display dabei hat, wodurch man nicht nur die aktuelle Temperatur immer angezeigt bekommt, sondern auch eine visuelle Darstellung des aktuellen Messbereichs bekommt. Hier kann man auch Bilder und Videos aufnehmen, um die Temperatur mit einem Bild gemeinsam abzuspeichern und zu dokumentieren. Dafür besitzt das Modell auch eine Bluetooth-Verbindung und so können die Daten ganz einfach auf die Bosch Thermal-App übertragen und dort gespeichert werden. Wie gesagt, vor allem ein Modell für den professionellen Einsatz und wer ein Top-Modell haben möchte mit dem besten Temperaturbereich und den besten Sonderfunktionen, der ist beim Bosch Professional GIS 1000C am besten aufgehoben. Mehr Infos zu diesem Top-Modell über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wenn es ansonsten doch ein anderes sein soll, dann könnt ihr euch wie gesagt auch mal über den ersten oder zweiten Link in der Videobeschreibung zu den Vorgängermodellen informieren. Das war es nun erstmal von uns und unserer Vorstellung. Hoffentlich war hier das richtige Modell für euch dabei. Wenn ja, lasst uns doch auch gerne eine Bewertung und ein Abo da. Vielen Dank und damit bis zum nächsten Mal.